Wir sind jetzt auf der Gamescom bei Astragon und schauen uns den Police Simulator Patrol Officers an. Und bei mir ist... Hi, ich bin Laura von AZ Interactive und ich bin Producerin auf Police Simulator Patrol Officers. Freut mich, dass du hier bist und uns was zeigen kannst. Dann lass uns mal reinschauen. Alles klar. Wir können einen von 8 Charakteren auswählen. Sowohl männlich wie auch weiblich. Wir haben versucht, so viel wie möglich ist, so breit gefächert wie nur möglich zu halten, damit sich jeder auch mit den Charakteren repräsentiert fühlt. Genau. Gut, solange wir uns nicht damit repräsentiert fühlen müssen, in England geboren zu sein oder so. Aber da kommen wir drüber hinweg, das schaffen wir. Da bin ich ganz guter Dinge. Suchen wir uns einen aus, beziehungsweise such du uns einen aus. Okay, alles klar. Ich nehme einfach mal die Mira Torres, die in Brighton, unserer Stadt, geboren wurde. Ich habe bei Astragon schon ein paar andere Polizeispiele gesehen, aber das ist jetzt, hat nichts zu tun mit irgendeinem der vorherigen. Es ist keine Fortsetzung, Anstings oder irgendwas, sondern es ist was völlig Neues, richtig? Korrekt. Also Police Simulator Patrol Officers ist natürlich inspiriert von anderen Police Simulatoren, aber es ist ein komplett neues Spiel. Gut. Ja, wähle deinen Stadtteil. Ich glaube, wir haben nur eine Wahl. Ja, dann nehmen wir die mal und was können wir hier alles machen? Genau, also wir haben aktuell nur einen Distrikt freigeschaltet. Wenn man es normalerweise spielt, schaltet man nach und nach alle Distrikte frei. Wir können jetzt hier ein Neighborhood aussuchen, ob wir jetzt Wilcox, Nelson Hill, Bangkok, Shawick oder Brianna nehmen. Mein Lieblingsteil ist Wilcox, deswegen würde ich jetzt einfach mal das nehmen. Das hat nämlich die meisten Grünanteile und ich finde Parks ganz nice. Okay. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Das Ganze klingt so, wenn du das schon sagst, als wäre das Open World. Genau, also wenn man alle Neighborhoods freigeschaltet hat, kann man im Open Patrol Mode einfach frei sich bewegen, ohne dass man da eingegrenzt ist. Aber man muss erst alle freischalten. Okay. Ja, es ging los, eben stand da was von Streifendienst 45 Minuten. Das heißt, man fährt erstmal ganz normal los. Man hat jetzt noch keine Missionen, sondern man guckt mal, was kommt. Also unsere Main-Aufgabe ist Strafzettel verteilen, wie es auch im richtigen Spiel jetzt wäre. Normalerweise fängt man mit Zu-Fuß-Schichten an und dass man eben Strafzettel austeilt. Das versuchen wir jetzt auch, aber ich würde jetzt mal das Auto nehmen, einfach weil wir uns halt bewegen können und Auto fahren können, weil in der Demo ist halt schon alles freigeschalten. Alle Tools, alle Fahrzeuge und auch alle Callouts. Deswegen würde ich jetzt einfach mal eine Runde fahren und mal gucken, was so kommt. Es gibt Blaulicht. Kannst du das einmal demonstrieren? Kannst du auch direkt danach wieder ausschalten? Nur einmal, dass wir sehen, wie es aussieht. Das wäre schön. Blaulicht mit Sirene oder ohne? Ja, einmal kurz mit. Ich glaube, danach wird es zu laut. Aber nur einmal kurz zum Zeigen mit ganzem Programm. Oh, war es die falsche? Eben war da so ein... Ah, jetzt sieht man das. Also Viereck ist nur Blaulicht und Kreis ist dann mit Sirene. Okay. Ja, da haben wir ja schon was gefunden. Oh, ein Verkehrsunfall. Das sieht... die haben uns auch nicht angerufen, ne? Den haben wir zufällig gefunden. Passiert halt. Genau, also es gibt dynamische Unfälle. Das heißt, nicht alles ist immer ein Callout. Es kann passieren, dass man halt irgendwo langfährt und dann passiert ein Unfall wie jetzt hier mit Verletzten. Darum kümmern wir uns auch direkt mal, indem wir den Krankenwagen rufen, der sich dann um die Verletzten kümmert. Wir hätten aber auch eben, glaube ich, dem anderen Autofahrer einen Strafzettel geben können, weil er nicht geblinkt hat. Das würde ich ja auch immer gerne mal machen im echten Leben. Und das soll jetzt auch gar nicht die Wichtigkeit dieses Unfalls diskreditieren und natürlich, wie wichtig es ist, dieser Frau einen Krankenwagen zu rufen. Das steht natürlich auf nochmal einer anderen Seite. Okay, Krankenwagen ist auf dem Weg. Was machen wir als nächstes? Ah, der ist ja schon da hinten. Genau, also der Krankenwagen ist jetzt ein bisschen im Stau. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir die Fotokamera, also ich habe sie jetzt schon ausgewählt über unser Toolmenü, weil wir müssen natürlich auch den Unfall aufzeichnen, welche Schäden passiert sind, damit auch alle Leute, die involviert sind, das auch gut bei ihrer Versicherung geltend machen können. Genau, aber vielleicht sollten wir vorher noch den Stau auflösen, weil das können wir nämlich auch mit unseren wunderschönen Handzeichen. Indem wir einfach, ich gehe mal aus dem Weg, weil die Ampel ist bestimmt gerade grün, dann müssten alle automatisch wegfahren, aber wir hätten jetzt auch jedem sagen können, dass er
wenden soll. Vorausgesetzt, ich stehe nicht zu nah an der Kreuzung. Ja, ich stehe zu nah an der Kreuzung, deswegen geht das nicht. Ich finde, die hätte dich sehen sollen. Die soll mal die Augen aufmachen. Was ist denn das? Du bist doch nicht unsichtbar, nur weil du so schön schlank bist. Okay, dann mache ich mal weiter, indem ich die Kamera auswähle. Und wie ihr seht, wird uns halt angezeigt, wo die Schäden sind. Und sobald ich ein Foto gemacht habe, sind die alle grün. Das Ziel ist natürlich, dass der Report mit dem linken Balken, den wir links haben, komplett voll ist, damit wir auch sicher sein können, dass wir alles aufgenommen haben. Okay, da scheint es eine ganze Menge zu geben, denn der Balken hat noch etwas vor sich. Der sieht noch klein aus. Ja, wir müssen noch einiges tun. Wir müssen Fotos machen, wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen gucken, ob jemand unter Alkohol stand, während er gefahren ist. Vielleicht müssen wir auch jemanden festnehmen. Und wir haben einen dynamischen Callout, nämlich dass jemand einen Geldbeutel geklaut hat. Ich kann mich leider nicht gerade darum kümmern, weil wenn ich zu weit von dem Unfall weggehe, ist der beendet. Aber wir wollen ja den Leuten helfen. Deswegen ignorieren wir den Dieb einfach mal. Man muss Prioritäten setzen, das ist ganz klar. Ja, wie kamt ihr, also wo spielt das eigentlich? Sieht ja sehr amerikanisch aus, würde ich sagen, aber habt ihr eine spezifische Stadt als Vorbild? Also Brighton ist ja eine fiktive Stadt, aber es ist schon sehr an Boston angelehnt, also an der realen Stadt Boston. Nur halt wahrscheinlich eine bisschen kleinere Version von Boston. Ein wenig und auch ein bisschen kreativ umgestaltet. Also es ist schon viel auch von uns eingeflossen, aber es war schon von der Stadtbauweise inspiriert von Boston. Wenn du es einschätzen würdest zwischen Fokus auf möglichst detailgenaue Simulation und Fokus auf, ja, solange es Spaß macht, ist Simulation okay, alles andere lassen wir weg. Wo würdet ihr euch bewegen? Wir sind schon sehr nah an dem Realen. Also wir haben auch Experten, die echte Police Officers sind. Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass es so real wie möglich ist. Deswegen würde ich sagen, wir sind eher so am Realismus als an dem Entertainment-Bereich. Okay. Ja, jetzt haben wir hier gerade den Führerschein überprüft. Haben wir da was gefunden? Weil wir können einen Strafzettel ausstellen. Genau, also wir können sie verhaften, weil der Personalausweis ist gestohlen. Das könnten wir jetzt mal machen. Ich muss kurz gucken. Genau. Sie hat einen gestohlenen Personalausweis, das heißt, wir können sie verhaften. Das hat uns das Intuition-Feedback gesagt, das immer auftaucht, wenn wir etwas zum ersten Mal machen. Die Art und Weise, wie die Polizei in Deutschland arbeitet und wie sie in den USA arbeitet, ist, glaube ich, relativ unterschiedlich. Zumindest in vielen Details, sagen wir mal, das Grundprinzip sollte schon irgendwo ähnlich sein, aber woran habt ihr euch da orientiert? Eher an Deutschland oder eher an USA? Also dadurch, dass es halt eine fiktive amerikanische Stadt ist, haben wir uns sehr an dem amerikanischen Recht angelehnt. Also wie gesagt, dadurch, dass es halt eine fiktive Stadt ist, nehmen wir immer das, was in den meisten Bundesstaaten halt gilt. Dadurch, dass es ja auch in den USA in unterschiedlichen Bundesstaaten unterschiedliche Rechte gibt. Aber da mit unseren Police-Experten fragen wir immer, was ist denn so das Gängigste, und danach orientieren wir uns. Es gibt, ich kam so gerade ein bisschen auf die Idee, weil es ja eigentlich gibt es ja nicht sowas so richtig wie so einen Personalausweis. Die Amerikaner verwenden dann ja immer ihren Führerschein als Personalausweis. Ich dachte auch, vielleicht ist das aus Deutschland angelehnt, wobei man kann das natürlich so oder so bezeichnen, weil sie den halt wie ein Perso verwenden. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss. Also in der Regel sollte jeder natürlich einen Führerschein und eine Versicherungskarte dabei haben. Das ist auch in den USA so, klar, die benutzen das ein bisschen anders, aber tendenziell sollte schon jeder immer alles dabei haben. Genau, wir haben jetzt so gut wie alles voll. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal den Unfallbericht. Wir übergeben den. Die wird zufrieden sein. Dann müssen wir noch die Autos abschleppen lassen und natürlich die Frau, die wir verhaftet haben, auch direkt zum Revier bringen. So ein ganz kleines bisschen Balken fehlt. Also irgendeine Kleinigkeit haben wir nicht gemacht, oder war das Unfallbericht abgeben? Ich vermute, es ist, weil ich die verhaftete Frau noch
ich habe keinen Alkoholtest bei ihr gemacht und das hätte ich noch machen sollen. Aber ich, es tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Ja, macht ja nichts. Ich glaube, auch im Echten würde man nicht unbedingt immer an alles denken. Und wahrscheinlich kriegen wir den Bonus nur, wenn es wirklich perfekt war, oder kriegen wir jetzt trotzdem einen Bonus? Bin ich mal gespannt gleich. Also wir sollten den Bonus trotzdem kriegen, auch wenn der Balken nicht komplett voll ist. Ich gebe ihr jetzt mal den... Ich bringe sie jetzt zum Auto, das ist ja direkt dort drüben, und dann können wir sie auch gleich ins Revier bringen. Ja, was geht's auf dem Revier noch weiter oder geben wir die dann da jetzt einfach ab? Wir bringen sie direkt in die Zelle. Ach, guck mal, es ist grün geworden. Der Balken ist, glaube ich, vollständig. Oh, nice. Ich dachte, wir hätten noch was vergessen. Also ihr seht, wir haben sehr viel Intuition-Feedback. Dadurch, dass wir schon alle Features und Tools freigeschalten haben, überlädt uns das Spiel ein wenig damit. Normalerweise, also wenn man anfängt, dann fängt man erstmal nur mit ganz wenigen Funktionen an und dann gibt es erstmal nur Strafzettel für falsch parken und dann arbeitet man sich mit der Zeit hoch, oder wie ist das angelegt? Genau, also normalerweise im Spiel ist es so, dass man eben erst zu Fuß anfängt und Strafzettel verteilt und nicht schon alle Tools und Features freigeschaltet hat. Deswegen ist es im richtigen Spiel ein bisschen einstiegsfreundlicher, sage ich jetzt mal. Und nach und nach schaltet man halt auch die Distrikte mit den neuen Tools frei. Dann sind wir froh, dass wir dich haben und dass du dich schon auskennst, dann ist das ja überhaupt gar kein Problem für uns. So, wir sind auf dem Weg zurück ins Revier. Auf dem Weg schauen wir mal so ein bisschen uns um hier, wie die Stadt aussieht, liebevoll gestaltet. Und ich war leider noch nie in Boston. Ich würde ja gerne was dazu sagen, ob ich der Meinung bin, dass es für mich realistisch aussieht. Aber es sieht zumindest für mich nett aus. Ich hoffe, Boston sieht in echt auch nett aus. Ich war leider auch noch nie in Boston, also ich kenne es nur von den Orten, die uns inspiriert haben. Aber es ist schon sehr nah dran, laut Bildern. Genau, also wir bringen sie jetzt mal in unsere wunderschönen neuen Zellen. So, da kommt sie in die Zelle. Da kann sie jetzt mal ein bisschen darüber nachdenken, was, wie ihr das einfällt, mit gestohlenem Personalausweis rumzulaufen. Jetzt guckt sie schon auf die Uhr, die haben wir ihr aber abgenommen, sie hat gar keine, hat es nur versucht. Ja, und die Person hat gerade unerlaubt die Straße überquert. Das war irgendjemand draußen, bestimmt vor der Tür, ne? Die Hinweise, ist das jetzt, um es im Moment ein bisschen einfacher zu machen, oder ist das eine Schwierigkeitseinstellung, oder bekommt man die immer? Also die Hinweise bekommt man immer. Das, falls man es doch übersehen hat, sagt einem das Spiel so, hey, da hat zum Beispiel jemand nicht geblinkt oder hey, da hat jemand einen Auspuff, der sehr stark raucht, ähnlich wie wir. Und das sagt das Spiel halt einem auch. Ich mach mal kurz die Markierung weg, damit wir... Na egal, ich ignoriere das jetzt einfach. Er hat keinen Blinker gesetzt. Wir könnten ihn anhalten, was wir jetzt, glaube ich, auch mal tun. Ja, dann schauen wir mal. Das Fahrzeug vor dir konnte einen ordnungsgemäßigen Schnellplatz finden. Ah, okay. Das heißt, er sucht jetzt sich selber einen Parkplatz, damit er nicht den ganzen Verkehr blockiert. Das ist sehr lieb von ihm. Und ich glaube, bei uns ist nicht das einzige Problem, dass der Auspuff raucht. Das Auto scheint unzufrieden mit uns zu sein. Aber ja, also Autofahren ist jetzt, sag ich mal, im Spiel nicht ganz meine Bestleistung. Aber ich versuche besser zu werden. Tendenziell kann die Schicht auch zu Ende sein, weil das Auto zu sehr kaputt ist. Genau, also die Fahrerin hat jetzt auch selbstständig einen Parkplatz gesucht und jetzt halten wir sie an. Sie hat nicht geblinkt, wenn ich mich richtig erinnere. Dann sagen wir, richtig. Danke. Dann sagen wir mal, sie hat nicht geblinkt. Eindeutig lügt sie uns an, also wirklich. Sagen wir mal, dass sie aussteigen soll. Es kann ja sein, dass sie auch wieder alkoholisiert ist oder unter Drogen steht. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass irgendjemand wen wegen nicht blinken angehalten hat, aber manchmal würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn das mal passieren würde.
Okay, dann schauen wir mal. Also, Tests wegen Alkohol- und Drogenmissbrauch und Alkoholtest. Schauen wir mal. Ich bin ganz gespannt. Und also es sieht schon mal, es sieht professionell aus. Leider nichts gefunden. Schade. Wäre schön gewesen. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Genau, also wir haben auch das Traffic Management mit drin, also ja, unter Drogeneinfluss. Deswegen hat sie uns angelogen. Also wirklich, ich wusste es. Das heißt, wir können sie jetzt verhaften, weil sie mit Drogen am Steuern gefahren ist. Alkohol und Drogen, ja. Ich muss sie festnehmen. Das ist auch sehr ungeschickt von ihr, wenn sie einfach mal gesagt hätte, oh, tut mir leid, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, kannst weiterfahren. Aber sie musste ja... Sie musste sich aufmerksam machen. Ja, und schon wieder können wir eine mitnehmen. Und das sind so die üblichen Streifendienste, aber es gab ja mehrere Distrikte, die du zur Auswahl hattest. Unterscheidet sich dann das, was in den einzelnen Stadtteilen passiert auch, oder ist es nur die Umgebung anders? Also es ist hauptsächlich die Umgebung anders, aber natürlich gibt es auch manche Distrikte, die ein bisschen mehr behaftet sind für bestimmte Callouts. Es gibt auf jeden Fall auch Distrikte, wo zum Beispiel Drogendealing oder Drogenverkauf öfter der Fall ist als in anderen. Und es gibt auch die High Crime Areas, die sind jetzt in der Demo nicht drin, aber die sind dann rot verzeichnet auf der Karte, wo man weiß, okay, als Police Officer muss ich da eindeutig öfter hin, um zu zeigen, dass da auch jemand ist, der die Leute bestrafen kann, wenn sie sich gegen die Regeln verhalten. Okay, ja, hoffentlich werden nicht alle Leute von euch da draußen, die das spielen, danach ganz streng mit ihren Mitmenschen für jeden Fehler, den sie machen. Und trotzdem verhaltet ihr euch bestimmt alle ordentlich im Straßenverkehr. Das ist sehr nett von euch. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Sachen, wo du sagst, oh, das müssen wir aber noch zeigen? Wichtige Sachen zum Zeigen jetzt eher nicht, aber ich würde gerne erwähnen, also die Console-Version wird am 10. November released auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Aktuell könnt ihr das Spiel schon auf Steam im Early Access spielen und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf weitere Updates, die noch kommen, weil wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Also wir machen das noch weiter. Gut, ja, bis jetzt haben wir ja auch nur einen kleinen Teil gesehen, nämlich Unfälle und Leute, Fahrer unter Drogeneinfluss. Ich vermute, auch da gibt es noch ein bisschen mehr. Ja, doch, wir haben auch die Brieftasche gesehen, das haben wir halt nur nicht verfolgt. Aber ich vermute, da gibt es noch ein paar mehr Möglichkeiten, was auf die Spieler zukommen könnte, oder? Genau, also es gibt noch einiges mehr. Vieles ist auch sehr dynamisch, gerade jetzt so Überfälle. Sind auch oft dynamisch, aber es gibt noch mehrere Callouts, die dann auftauchen können. Okay, dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit und die obligatorische Endfrage, dürfen wir das aufgezeichnete Spielmaterial und natürlich dieses Interview bei uns veröffentlichen? Ja, natürlich. Danke.